Und es ist sein bestes Ergebnis seit langem, langem, Arndt Peiffer. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wie ist der Stellenwert von so einem Ergebnis nach einer eher mäßigen Saison oder am Ende einer solchen Saison? Ja, ich probiere natürlich jedes Mal aufs Neue ein gutes Rennen zu machen. Und heute ist es mir ganz gut gelungen, bis auf den einen Fehler. Ja, im Laufen geht es immer noch nicht optimal, aber ich glaube, ich habe heute fast das Beste draus gemacht und habe mich auch nicht durchgequält. Und am Ende wird es hoffentlich dieser Top-10-Platz mal wieder. Und das wäre schon super, gerade im Hinblick auf den Verfolger am Samstag. Wir haben uns ja beim Skitesten kurz vorm Rennen getroffen. Da kamen Sie aus der Wachskabine, haben in den Himmel geguckt und gesagt, oh, blöde Sonne. Die Zuschauer freuen sich, warum Sie sich nicht so sehr über den blauen Himmel. Ja, also ich mag auch gern schönes Wetter, aber so zum Rennen mag ich es eigentlich nicht so gern, weil es mir ein bisschen warm ist. Das war auch in Ruhpolding schon irgendwie zur WM so, das mag ich nicht so gern. Also für einen Wettkampf ist mir so ein schönes, bedecktes Wetter am liebsten, aber ich will mal nicht meckern. Für die Zuschauer ist ja auch ganz schön und dadurch ja, ist es beim Testen und so vorher ganz angenehm. Wir haben ein paar Athleten gesehen, die haben sich auch ihre Mützen entledigt. Sie nicht, warum nicht? Ja, ist ja auch wieder so ein Griff, ich weiß auch nicht. Und dann ist man komplett nass geschwitzt. Und dann reißt man sich die Mütze vom Kopf, fährt man in die Abfahrt, dann friert man fast im Kopf. Also ja, ich habe dann eher durchgezogen, so wie ich gestartet bin. 29 Sekunden ist der Abstand auf die Spitze. Mit welcher Taktik gehen Sie ins Verfolgungsrennen übermorgen? Ich muss ganz klar über den Schießstand kommen zurzeit. Läuferisch bin ich einfach nicht in Bombenverfassung und da muss ich im Grunde alles daran setzen, am Schießstand gut zu arbeiten und dann immer probieren, dass ich solider über dem Laufen über die Strecke komme und dann muss ich schauen, was bei rauskommt. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Wolken. Vielen Dank. Genau. Also wieder Wolken über Oslo, das wäre das Wunschwetter von Arndt Peiffer. Wir sehen Ivan Cheresow, der hat auch sehr stark geschossen, der Mann mit der 57. Da wird der ein oder andere sagen, Cheresow, kennen wir doch. Ja, der Mann hat schon 7 Weltcupsiege geschafft, war jetzt aber eine ganze Weile nicht mit dabei. Hatte sich im September 2011 schwere Verletzungen zugezogen, diverse Beinbrüche musste aussetzen, war 2 Monate zur Reha in New York. Und hat sich jetzt über den IBU Cup wieder in Schwung gebracht. Und auch er bekommt hier heute eine Chance im russischen Team. Ivan Cheresow, 31 Jahre jung, Rang 24 für den Oldie am heutigen Tag im russischen Team. Und um nochmal die Zeit von Arndt Peiffer ein bisschen einzuordnen. Ganz so schwarz malen muss er nicht. Er hat heute die 4. beste Laufzeit. Zwar 50 Sekunden langsamer hinter als Martin Foucault, aber nur 2 Sekunden langsamer als Tarje Bö und das sagt einiges. Also auch die Laufform von Arndt Peiffer kommt so allmählich wieder dahin, wo er sie gern hätte. Florian Graf hatte sich einen Fehler geleistet beim Liegenschießen. Schade, ohne diesen einen Fehler hier beim Stehenschießen wäre er vielleicht wieder in den Bereich vorgelaufen, in dem er vor 2 Jahren in den Weltcup startete. Hier in Oslo gab er seinen Einstand, damals in 3 Rennen, jeweils auf den Rängen 10 bis 14. Dann Böhm. Davon gesehen, sehr starke Leistung nach dem ersten Schießen, hat jetzt aber deutlich an Boden verloren. Läuferisch kann er nicht mithalten mit den Schnellsten hier im Weltcup. So viel ist klar. So, mit der 62. Da hinten biegt er ab in Richtung Ziel. Das ist dann der längere Weg außenrum. Erlend Bjørntegard. Noch ein starker Norweger aus Lillehammer. Noch nicht so oft eingesetzt worden in diesem Winter. Hat es schwer, reinzurutschen in die starke Weltcup-Mannschaft. Wir haben es ja vorhin gehört, fast eine astronomisch anmutende Bilanz. 11 WM-Rennen, 11 Medaillen für Norwegen. Deshalb auch kein Rennen für Bjørntegard dort. Der war einmal 7. in diesem Jahr, gleich zum Auftakt im Dezember noch im schwedischen Östersund auf der langen Strecke. Tolles Duell hier nochmal mit Scott Gau aus Kanada, der 1,30 vor ihm gestartet war. Bjørntegard jetzt auf Rang 24. Und wir sind wieder bei einem Bö. Das ist der jüngere Bruder, 19 Jahre alt, des momentan führenden Tarje Bö. Und er hat hier gut geschossen.
als großes Talent in Norwegen gehandelt. Wartet mal, wenn der soweit ist, sagen sie alle. Der läuft seinen älteren Bruder noch in Grund und Boden. Auch er zweimal Juniorenweltmeister in diesem Jahr. Verfolgung und Staffel. Johannes Tignes Bø. Noch ein junger Russe, auch er wie Loginov, erst 21, ist in Moskau zu Hause. Auch er war zuletzt in Obertiljach bei den Junioren-Weltmeisterschaften am Start, holte dort Bronze im Sprint. Und auch er richtig gut mit dabei. Donnerwetter, den Russen muss nicht bange sein, um ihren Nachwuchs schießen können sie sowieso alle. Und auch läuferisch ist Zvetkov hier richtig gut dabei. Es war eine halbe Minute hinter dem Führenden hier, hinter Derry Semlja ungefähr, wenn er dann da bei der Zeitmarke ankommt. Aber dennoch, dieser Einstand in den Weltcup auch für Maxim Zvetkov sehr stark. 24 Sekunden im Moment zurück hinter dem Führenden. Und Daniel Böhm. Erste Schießen war fantastisch. Ja, und auch dieses zweite fehlerfrei. Da muss einer mit der 86 auf die Strecke gehen als letzter Deutscher, um zu zeigen, es geht auch ohne Fehler. Daniel Böhm, der erste und einzige Deutsche, der es heute geschafft hat. Der 26-jährige Zweite in der IBU-Cup-Gesamtwertung. Auch deshalb hat er sich diesen Start hier und heute in Oslo verdient. Und nur 26,5 Sekunden zurück als Neunter nach dem zweiten Schießen. So, Daniel Böhm unterwegs auf Rang 9, zeitgleich mit Zvetkov nach diesem zweiten Schießen. Und wir wollen mal hören, wie es Tariel Bø geht, der ganz gut Deutsch spricht. Wir versuchen es mal, Christian. Ja genau, er hat ja im Vorbericht Englisch gesprochen, aber er hat gesagt, wenn er gewinnt, dann hat er so viel Adrenalin, dass er Deutsch kann. Herzlichen Glückwunsch, jetzt müssen Sie. Sie haben das Rennen gewonnen. Was bedeutet das für Sie, hier zu gewinnen, zu Hause am Holmenkollen? Ja, ist erster Sieg in Norwegen. So, das ist ein, kann ein Check auf meiner Liste machen. So, ja, ich bin so zufrieden. Und ja, wenn ich gewinne, dann muss ich Deutsch sprechen. Es war sehr knapp, 0,1 Sekunden vor Martin Fourcade am Ende. Ich habe mir die Laufzeiten angeguckt. Die erste und die zweite Runde waren Sie sehr, sehr langsam. 21. Zeit, 11. Zeit. Nur haben Sie es ein bisschen verschlafen heute vorne im Rennen? Ja, ich war sehr müde die letzte Woche nachher die Weltmeisterschaften. Und diese Saison ist auch ein bisschen schwer für mich. Ich bin nicht so schnell, als ich... Ich hatte eine normale Saison. So jetzt muss ich eine gute Taktik machen, vorher das Rennen und gut Schießen machen. Und dann gehe ich nur mit Adrenalin in die letzte Runde. Sie hatten ja pfeifersches Drüsenfieber letztes Jahr im Sommer. Die Vorbereitung war dadurch gestört. Sie konnten erst im Januar in den Weltcup einsteigen. Wann haben Sie das Gefühl gehabt, Sie sind wieder voll wettkampfkonkurrenzfähig? Ja, ich war in Novo Mesto. Dann hatte ich eine gute Feeling und mein Shooting in dieser Saison immer gut gewesen. Nein. So, aber im Ski bin ich nicht so stark. So, dieser Sieg und auch der Sieg in dem Matchstart in Novo Mesto war ein bisschen not in my plans. Das war nicht Ihr Plan. Jetzt reden wir kurz über den Verfolger. Übermorgen. Sie werden zeitgleich mit Martin Fourcade loslaufen. Der ist natürlich läuferisch der Beste von allen. Was passiert auf der ersten Runde? Werden Sie sich an ihn ranhängen oder lassen Sie ihn laufen? Ja, ich mache so und dann mach da. Komm. Und dann gehe ich Nummer 2 und dann sehen wir in die Schießen. Meine Schießform ist sehr gut. Okay, vielen Dank, viel Erfolg. Ja, sensationell, wie er nicht nur heute gelaufen und geschossen hat, sondern wie er auch Deutsch spricht. Tariel Bø, Hut ab. Fast alle Norweger sprechen ja sehr, sehr gut Deutsch. Auch Emilie Svensson, Ulla-Anna Bjørndalen. Und Bø wird auch nicht mehr vom Thron geschubst. Wir haben während des Interviews gesehen, Daniel Mesotic auch mit einem fehlerfreien Schießen. Genau im Bereich von Zvetkov, dem Russen, und Daniel Böhm. Im Moment auf Platz 8 nach dem Stehenschießen. Also da sind hinten durchaus noch einige unterwegs, die unter die Top 10 laufen können. Der hier hat es auf sicher geschafft, der die Nummer 10 trägt. Das ist Andrei Derry Semlja.
wieder mal auf dem Podium. Und er? Geschossen hat er nicht so stark, wie wir das von ihm gewohnt sind. Hat sich zwei Fehler geleistet, aber läuferisch wieder mal der absolut Beste. 37 Sekunden schneller als der Zweitschnellste, als Dominik Landertinger, der Österreicher. Mit einer faszinierenden Schlussrunde, von der auch Arndt Peiffer da hinten ein bisschen profitiert hat. Martin Foucault am Ende nur einen Hauch hinter Tarjei Bö, 0,1 Sekunden. Und Arndt Peiffer, der ist immer noch Siebenter im Ziel, keine 30 Sekunden zurück hinter diesem Mann hier, hinter Tarjei Bö. Also dem muss man wirklich ein ganz dickes Kompliment machen nach langer, schwerer Krankheit. Dieses ominöse, schwer zu behandelnde pfeifersche Drüsenfieber, was ihn lange, lange aus dem Rennen genommen hat. Im Januar kam er zurück in Oberhof, ganz allmählich wieder in Schwung. Wie er eben erzählt hat, noch in Novi Mesto oder danach fühlte er sich müde. Läuferisch heute 50 Sekunden langsamer als Foucault, aber in der Gesamtwertung, da ist er der Größte und gewinnt das Ding hier. Auf der letzten Runde sind noch mindestens drei unterwegs, die wir uns genauer anschauen sollten. Daniel Böhm, Maxim Zvetkov und Daniel Mesutic. Alle drei in der Lage, wenn sie noch mal ein paar Kräfte mobilisieren können, auf der letzten Runde unter die Top 10 zu laufen. Ein Auge gönnen wir uns natürlich auch noch für Florian Graf. Zwei Fehler heute. Am Ende sicherlich einer zu viel, um eine richtig gute Ausgangsposition für die Verfolgung hinzubekommen. Einmal Vierter im Sprint von Östersund. Das ist gefühlt schon wieder ewig her. Das war im Dezember letzten Jahres. Ja, und Sie sehen, die Zeit läuft. Jetzt gegen die von Simon Foucault. Aber er muss hier noch einmal komplett hinter dem Schießstand rum und dann in Richtung Ziel. Also da geht schon noch mal fast eine Minute drauf. Einmal eingesetzt in Novo Mesto bei den Weltmeisterschaften über 20 Kilometer. Das ging nicht so richtig auf. Da war er 40. Sprintverfolgung, Massenstart, keine Einsätze für ihn. Auch in der Staffel nicht aufgeboten. Florian Graf hatte also das kleine Problem, sich in Schwung zu halten. Und na klar, das weiß man, wenn man keine Wettkämpfe hat, dann ist das deutlich schwieriger, den Vergleich zu haben mit den anderen, zu wissen, wo stehe ich. Also dieses erste Rennen hier in Oslo, wieder mal eine kleine Standortbestimmung für Florian Graf. Er ist nicht schlecht dabei, aber für die Verfolgung dann doch schon ein tüchtiges Stück zurück. ...1:31 heißt, es gibt noch jede Menge Weltcup-Punkte. Die ersten 40 werden damit bedacht. Die Platzierungen der Deutschen im Ziel, 7. Arndt Peiffer, 13. Erik Lesser. Und da sind wir nochmal bei Arndt Peiffer, der wirklich ein richtig gutes Rennen gemacht hat, der sich nur einen Schießfehler geleistet hat. Besser war am Schießstand heute aus deutscher Sicht nur Daniel Böhm, der richtig gut gelaufen ist. Arndt Peiffer viert schnellste Laufzeit heute, nur 1,6 Sekunden langsamer als der